Und damit ein freudiges herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baphomets Fluch. Ja, wir waren ja hier in diesem komischen Dings stehen geblieben und bis jetzt in diesem hier, ihr wisst schon, was ich meine. Und bis jetzt haben ja eigentlich alle Indizien dahin, was waren das? Hingeführt, dass wir nach Irland müssen, ne? Wow. Ein an der Wand angebrachter Metallstab führt zum Fenster. Das ist schön. Kann ich den jetzt hier volllappen? Oh, jetzt kann ich schnell klauen. Aber, non, Monsieur, non. Was ist los? Sie dürfen die Gegenstände nicht berühren. Tut mir leid. Achso, ich dachte eher, ich kann ihn nicht mal anquatschen mehr. Ich dachte, er wollte das jetzt schließen. Was habe ich hier zu tun? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier vielleicht... Was soll ich denn jetzt machen? Ich gehe mal raus. Zu Nico. Rügerie war das, war? Wieder in Nikos Apartment. Ich muss jetzt erstmal wieder überlegen. Hallo, ich war im Museum von Kroon. Ah. Hast du mit Lobineau gesprochen? Nein, er war nicht da. Oh. Okay, ich hoffe, dass wir jetzt weiterkommen. Wäre schön. So, wir können jetzt über alle möglichen Sachen reden. Hast du noch etwas über die Morde herausgefunden? Nun, vielleicht ist das nicht wichtig, aber beide Opfer haben dieses Jahr Paris besucht. Wann? In der zweiten Juliwoche. Sie waren beide zur selben Zeit hier. Haben sie sich getroffen? Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe das Dreibein gefunden. Wo? Im Museum. Es gehörte den Templern. Es wurde in Irland ausgegraben, in Loch Marne. Ich habe von Loch Marne gehört. Ich habe einen Artikel über das Schloss gelesen. Sie selbst. Ein populäres Klatschmagazin. Liest du so einen Schund? Nein, ich schreibe dafür. Oh. Professor Nigel Pickering gräbt das mittelalterliche Schloss in Loch Marne aus. Das ist merkwürdig. Was? Er trat von seinem Lehrstuhl in Durham zurück, um sich ganz der Ausgrabung zu widmen. Nicht nur das, er sagte die Dreharbeiten für den vierten Teil seiner populären Fernsehserie ab. Die Ausgrabungsstätte in Loch Marne muss für ihn unheimlich wichtig sein. Er ist ein Professor für Geschichte, die sind alle durchgedreht. Trotzdem, ich möchte mit diesem Professor Pickering reden. Was hältst du von einem Ausflug nach Irland? Könnte mir gefallen. Hä? Aber ich kann nicht. Oh. Ich möchte den Fall Bilotta weiterverfolgen. Wenn du wirklich glaubst, der Edelstein von Pickering sei wichtig, warum fährst du dann nicht nach Loch Marne? Alleine? Ich weiß nicht. Wo genau liegt Irland? Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Achso, nee, das bringt ja nichts. Können wir uns nur noch mal die Sachen angucken? Vielleicht da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Ja. Ich komme hier nicht mehr weg. Schau. Hä? Eine Frau, aber das... Hä? Eine auf der Schrift durch, Mann. Da. Ah, schön. Gut, dann mache ich mich mal... Ich muss gehen. Okay. Ich sehe dich später. Gucken, ob ich jetzt nach Irland kann. Jawohl, das machen wir doch. Auf nach Irland. Sehr schön. Einige Stunden später. Geht so schnell, geht das. Auf dem Weg nach Loch Marne komme ich an dem Schloss vorbei. Das Schloss, in dem Pegrams Ausgrabung stattfand. Sehr schön, wir sind in Irland. Hey, geil. So, was können wir denn erstmal hier machen? Eine Falltür im Gehweg. Kriegen wir das auf? Natürlich nicht. Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Das ist schön. So, wir könnten jetzt da reingehen, wir können mit dem Bengel reden und wir können hier, glaube ich, noch ein bisschen... Ich klatsche mal ein bisschen rum. Ich mische erstmal jede Möglichkeit... Nee. Abchecken, was ist das? Eine Plastikbox ohne besondere Merkmale. Fest an der Mauer des Gebäudes angebracht. Kann ich die aufmachen?
Und man muss ja mal alle erstmal rumrandalieren, bevor man sich hier... Ich zerre an der Plastikabdeckung, aber sie bewegt sich nicht. Wird bestimmt später wichtig. Erstmal checken wir jetzt hier... Also da könnten wir zum Schloss hoch. Das wollen wir noch nicht. Der Junge versucht verzweifelt, pubertäre Aggressionen heraushängen zu lassen. Seine Bemühungen leiden allerdings etwas durch die Milchtropfen, die in seinem spärlichen Oberlippenflaum glitzern. Super. Reden wir doch Hallo mal mit da drüben. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin George Stobbart und ich gehöre zu den guten Jungs. Sie haben ein Rad ab, Mister. Noch alle Tassen im Schrank? Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam McGuire. Und warum hängst du hier in der Bar rum, McGuire? Ich bin auf der Flucht. Vor meinen Alten. Oh. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nichts gemacht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist es dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett, todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen. Aber ich hab die Pennies, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, hab ich gesagt. Guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und da plötzlich taucht mein Alter auf und krapscht sich die Kohle. Ich geh nach Dublin, sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen. Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. So, dann fragen wir den nochmal ein bisschen was aus. Was kannst du mir über das Schloss erzählen, McGuire? Was wollen Sie wissen? Naja, kann ich da reinkommen? Nee, das Ding ist abgeschlossen. Wohnt da jemand? Nee. Nur... Was? Ach, nix. Du weißt doch was über das Schloss, was du mir nicht sagst, hä? Nö. Was ist da los? Gibt's da was, wovor du Angst hast? Ich habe überhaupt nichts Angst. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, mir was über das Schloss zu erzählen. Ach ja? Und wenn ich nichts sage? Dann bringe ich dich in die Schule zurück. Oh, da gibt's ein Gespenst. Wir nennen es das Phantom von Loch Marne. Aha, interessant. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du an Gespenster glaubst, hä? Mister, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Dienstagnacht bin ich hingeschlichen. Wollte mir mal ansehen, was die ganze Graberei sollte. Gerade als ich oben an der Mauer bin, höre ich dieses abgefahren gruselige Geräusch. Was für ein Geräusch? So ein ekelhaftes Schnaufen und Schnüffeln. Wie das Schwein von O'Brien, nur schlimmer. Kam aus dem Schloss. Aha. Hast du herausgekriegt, wer dieses Geräusch im Schloss gemacht hat? Noch was? Ich war da auf der Mauer wie festgefroren. Es war so hell wie unter Rosie O'Hallahans Rock. Der Hof war voll mit Schatten, in denen sich alles Mögliche verstecken konnte. Ich wäre ja nach Hause gegangen, aber meine Beine wollten einfach nicht. Oh ja. Hast du das Gespenst gesehen? Na und ob, Mann! War das gruselig. Ich saß da also auf meinem Hintern rum und hab gewartet, bis der Mond unterging. Und da ist es dann aus dem Schatten rausgekommen. Ganz grau und zerlumpt und verkrüppelt wie eine alte Weide. Dann höre ich dieses Rumtapsen und Platschen und einen grauenhaften Schrei im Dunkeln. Ich hab mich dermaßen erschreckt, bin doch glatt von der verdammten Mauer runtergedonnert. Ich bin sicher, dass es eine vernünftige Erklärung für das gibt, was du gesehen hast. Natürlich gibt's die. In dem verdammten Ding spukt's. Ist dir ein Typ aufgefallen, der wie ein Clown ausgesehen hat? Hier in Loch Marne? Hier sehen doch alle wie Clowns aus. Der Mann, den ich suche, ist ein gefährlicher Psychopath. Kerl! Genau wie in dem Film, den ich gesehen hab. Da ist dieser Clown, wissen Sie? Also der ist hinter einem Kid her, das da gesehen hat, wie er einen Typen umgelegt hat. Er versucht, den Sheriff zu warnen, aber keiner glaubt ihm. Und dann, wo er in der Badewanne liegt, kommt der Clown und zerlegt ihn mit einer Kettensäge. Mein Gott, hört sich nicht so an, als ob das schon das Richtige für dich wäre. Was bilden Sie sich eigentlich ein, ey? Ich bin 25. Blödsinn, oh. Du bist nicht älter als 14. Oh nein, 25 bin ich, jawohl. Verheiratet, hab ein Auto und 3 Kinder. 10 Kinder, wenn man die von meiner Frau mit dazu zählt. Kennst du jemanden, der Pegram heißt? Können Sie ihn beschreiben? So wie die Bullen in den Fernsehserien? Der Mann ist ein englischer Archäologe. Na klar kenne ich den Mann, den Sie meinen. Kannst du mir sagen, wo ich Pegram finde? Nö, kann ich nicht, weil er jetzt nicht hier ist.
Aber wenn ich ihn sehe, frage ich ihn. Weißt du, was Pegram im Schloss gemacht hat? Nach vergrabenen Schätzen gebuddelt. Edelsteine und Gold und Skelette. Genau wie im Film. Ich zeig dir mal noch das Bild. Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. So. Guck mal, ob das klappt. Gib mir deine Hand. Was denn jetzt los? Ach, hab dich doch nicht so. Ich will dir doch nur eine kleine Nummer zeigen. Kommt nicht in Frage. Ich schieb keine Nummern. Pater Mahoney hat gesagt, dass ich sonst in der Hölle komme. Ich will dir doch nur die Hand schütteln, das ist alles. Bin doch nicht blöd, ey. Schade. Doch, doch. Bis später dann. Okay, Mister. Dann werden wir uns erstmal den Pub umgucken hier, ne? Ah, ja. Sieht ja gut aus. Was machen wir denn als erstes in Patrick's? Erstmal würde ich sagen, zocken wir uns was, wa? Auf jeden Fall eine Menge Leute, mit denen wir hier reden können. Guck mal, erstmal, was das hier ist. Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Nimm weg. Immer her damit. Das ist geil. Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Supi. Würde ich sagen, fangen wir doch mal mit denen da an. Da haben wir eine ganze Menge Leute zu bequatschen. Er hört nicht zu. Okay, dann machen wir mal den weiter. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Hallo, Alemann. Ich heiße George Stobbart. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Es gibt immer einen O'Brien in Irland. So, fangen wir nochmal an. Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazugebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Okay. Wie komme ich rein in das Schloss? Diese Mauern wurden speziell dafür gebaut, Leute daran zu hindern, ins Schloss zu gelangen, Mr. Stobbart. Aber ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Supi. Haben Sie von dem Phantom gehört? Nicht nur gehört, gesehen. Aha. Und das kann ich Ihnen sagen, es war ein schauriger Anblick. Es ist also nicht nur eine Legende aus dieser Gegend. Es gibt wirklich ein Phantom von Loch Marne. Oh nein, ich habe über das Phantom der Oper gesprochen. Haben Sie jemals von den Tempelrittern gehört? Aber natürlich, eine wirklich bemerkenswerte Institution. Wussten Sie, dass Sie die Erfinder des Kreditwesens sind? Ihr Finanzimperium erstreckte sich vom Atlantik bis zum Kaspischen Meer. Ja. Weil sie Stützpunkte in so vielen Ländern hatten, mussten sie neue Methoden für Steuertransfers etablieren. Also waren die Tempelritter nur ein paar Banker? Verstehe ich nicht. Wollen Sie damit sagen, dass diese Tempeljungs die Bankgebühren erfunden haben? Könnte man auf gewisse Weise wohl so ausdrücken. Das war eine echte Gemeinheit. Warum hat sie keiner aufgehalten? Oh ja, sie wurden verhaftet und eine Menge von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sehr gut. Haben sie auch verdient, wenn sie genauso sind wie mein Bankmensch. Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebuddelt. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. Aha. Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber, möchte ich noch hinzufügen. Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag? Egal warum, hier in Loch Marne wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Sind ja scheinbar nicht so begeistert. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Nein. Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen?
McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drin, um zu lesen. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Was? Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Ah, hätte er sein können. Gut. Also dann bis später. Immer mit den Typen. Hi, ich heiße Stobbart. George Stobbart. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Der Freund der Bankgebühr. Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nichts was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie denn einer von den Geschichtstypen da? Oh nein, ich mache hier Urlaub. Was denn das? Ferienstadt. Amerikaner sagen zu Ferien Urlaub. Oh, echt? In Loch Marne? Die kommen nach Loch Marne, um Ferien zu machen? Klar, ist doch sehr hübsch hier. Wo zum Teufel kommen Sie denn her, Mister? Kalifornien. Kenn ich. Da kommen die ganzen getrockneten Pflaumen her. Ja, unter anderem. Kenn ich. Geil. Kennen Sie Dr. Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Nö. Ich meine, ich weiß, wer er ist, aber persönlich? Nee. So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Sehr gut. Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien. Möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburger-Verpackungen und Kondome mit Geschmack. Hat aber eigentlich recht. Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich hab's selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Sowas aber auch. Hab ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Ich glaube, er meinte inkompetent. Inkontinent ist, naja. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Sieht ja echt toll aus, der Typ. Ist das ein Filmstar? Dann mal tschüss. So, dann nehmen wir mal. Ich glaube, wir haben noch das Ding hier, eine Gruber-Elektronik, oder? Ich glaube, den Ausweis brauchen wir noch. Wo ich gerade das Ding sehe, kommt mir irgendwas. Irgendwas in den Sinn. Okay, wir reden erstmal mit den hier, wa? Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Man hat mir beigebracht, dass man Leute nicht nach dem Aussehen oder nach ihren Kleidern oder der Länge ihrer Haare beurteilen darf. Aber keiner hat was von Triefnasen gesagt. Aha, der ist das Schnupfen. Vielleicht können wir denen ja unser Taschentuch geben. Hallo, guter Mann. Was? Wir müssen immer warten, bis er ausgenießt hat, bis er weiterredet. Da haben sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahoney gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznasen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder...